Hallo, liebes Löwenrudel, willkommen zu etwas Neuem hier auf dem Kanal, nämlich die Railroads Online Update News. Was das ist, es soll einfach so Kurzvideos sein, wo ich zu Updates und Changes zu Railroads Online eingehe und auch den Mods wie Railroads Online Extended und dem Tool vom Ian, sprich im Mini-Zwerg. Grund dafür ist es, dass die Episoden bei mir teilweise ziemlich spät rauskommen zu dem Livestream, wo sie passiert sind, und daher war ich jetzt unregelmäßig so Update-Videos machen, wenn etwas Interessantes passiert. Ich werde das nicht bei jedem Changelog machen, aber wenn ich mir denke, das ist interessant, das ist vielleicht wichtig, da kann man auch was zeigen, dann werde ich das in ein Video packen. Das kann dann 5 Minuten dauern oder auch mal 20 Minuten, und ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Wir fangen auch schon mal mit dem Start vom Spiel an. Wir sind jetzt hier in der Test-Branch. Es wird jetzt automatisch der Servername ausgefüllt, basierend auf dem Steam-Namen, und man kann die Physikeinstellung anpassen, von lässig bis realistisch. Was sich da verändert, ist eigentlich das Gewicht der Beladung, sprich bei lässig wiegen die Wagen fast gar nichts, bei realistisch, so wie sie es halt eingestellt haben, wo sie meinen, dass es realistisch ist. Da kann einfach ein Wagen schon mal bis zu 10 Tonnen wiegen. Ich für mich spiele ausschließlich auf realistisch, denn ich will es ja schon ein bisschen schwerer haben. Und ich denke, dass sich die Wagen ein bisschen besser verhalten, wenn sie recht schwer sind. Sprich, die geht nicht so schnell raus. Den Test mit einem recht langen Zug will ich dann nochmal machen, um das zu untermauern. Aber ich habe das Gefühl, die Wagen verhalten sich einfach besser. Weiter zum nächsten Thema. Der nächste Change, über den ich reden möchte, ist tatsächlich die Stahlbrücke. Denn da wurde die Hitbox angepasst. Man kann jetzt bei der Stahlbrücke hier überall reingehen. Das ist dann natürlich insofern praktisch, wenn man wie hier die Bäume entfernen möchte. Vor allem, wenn sie hier so zwischendrin sind. Das war vorher manchmal ein bisschen mühsam. Aber jetzt kann man hier durchgehen. Man kann auch Sachen drin bauen. Das ist jetzt absolut kein Problem mehr. Ah, und wenn wir gerade hier da sind, bei der Brücke des Todes, die habe ich für mich neu gebaut. Die ist jetzt durchgehend, es gibt keinen Knick mehr drin und sieht jetzt auch ein bisschen schön aus. Gehen wir mal ganz kurz darauf. Also ihr seht, das ist sauber. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht mehr entgleisen werde. Also das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Die Schienen habe ich manuell verlegt, die Brücke habe ich mir bauen lassen, sagen wir es mal so. Ich habe das mit Railroads Online Extended gemacht. Ich werde euch das mal separat zeigen, wie das funktioniert. Aber ja, nur mal als kleines Update zu dem. Als nächstes gehen wir zum Frachtdepot. Da werden wir einen kleinen Schnitt machen. Hier gab es bei manchen Leuten das Problem, dass die Fracht hier beim Dach hängen geblieben ist. Ich hatte das auch schon gehabt auf beiden Seiten. Und ebenfalls hier wurde die Hitbox angepasst. Sprich, die kann jetzt hier nicht mehr hängen bleiben. Die geht jetzt schön nach unten. Also ich habe es dann schon erlebt, dass es hier so wieder auf die Wagen raufgegangen ist. Das passiert jetzt auch nicht mehr. Coole Sache. Was ebenfalls überarbeitet worden ist, ist das Aufgleistool, denn wenn ich jetzt hier an Wagen aufgleise, wie bei zum Beispiel hier die Nummer 60, so, und ich den auf den Bereich gebe, wo ich ihn gern hätte, kann ich den nicht mehr so verschieben, dass der mit anderen Wagen überlappend ist. Das ging vorher, jetzt geht es nicht mehr. Man muss nach wie vor ein bisschen aufpassen, denn ein bisschen cheaten geht immer noch, dass ich es recht nah rankriege, dass die Kupplungen zumindest übereinander sind. Und dann kann der natürlich noch wegflippen. Aber ansonsten, es ist schon mal eine Hilfe, dass sie das weitestgehend ein bisschen blockieren, dass man hier sauber aufgleisen kann. So viel auch nochmal zu dem Tool. Wir schauen weiter in das letzte Update, was da vorkommen ist. Denn da gab es noch ein paar interessante Changes. Beim Update davor wurde nämlich unter anderem die Belohnungen angepasst, die man für die einzelnen Sachen kriegt. Also beispielsweise die Logs, 10 Dollar Cordwood, 10 Beams, 24 und so weiter. Das wurde angepasst. Die Umrechnung von Kilogramm in die Lips sind angepasst worden. Dann die Schrift bei der Coke 260 Tender. Ehrlich gesagt, ich habe da nie ein Problem damit gehabt. Aber das Interessanteste hier ist, wheel spinning can now be corrected by lowering the throttle input. Soll heißen, wenn die Räder durchdrehen, kann man das jetzt quasi beheben, indem man nicht mehr auf komplett Null runter geht, sondern einfach nur reduziert, bis das wieder aufhört. Und das werde ich mal kurz demonstrieren, indem wir zur Eisenerzmine gehen. Wir sind jetzt hier bei der Eisenerzmine, bei der Lok Nummer 3, anders bekannt als Climax. Und die sind absoluter Weltmeister, wenn es darum geht, hier die Räder durchdrehen zu lassen. Und wir werden das jetzt mal testen mit dem Recover. Also früher hätten wir folgendes gemacht, eben 100%, wir drehen durch, werden runter auf 0 und dann wieder zum Beispiel 30%,
damit befahren. So, mit dem Update sollte es jetzt aber auch anders gehen. Wir drehen wieder durch. Und jetzt gehen wir hier mal langsam runter. Und siehe da, es funktioniert. Wir haben wieder Grip. Weil wir hier gerade bei der Mine sind. Der eine oder andere wird es schon bemerkt haben, aber es gab ein Rebalancing von den Industrien. Sprich, es ist jetzt nicht mehr Faktor 1 zu 1, also einmal Bretter, einmal hier die Balken ergibt und ein Eisenerz. Nee, das ist jetzt anders. Hier ist es so, dass ein Balken und zwei Bretter ergibt 5 Erz. Beim Sägewerk ist es so, dass ein Baumstamm ein Brett und ein Balken ergibt. Das ist noch ganz cool. Beim Smelter sind es vielmehr dieses Cordwood und zweimal Eisenerz. Gibt einmal dieses Roheisen-Ding und zwei Schienen. So. Bei der Kohlemine ist es so, dass einmal Gleis und zweimal diese Bretter ergibt 10 Kohle. Und bei den Eisenwerk einmal Kohle plus 4 Roheisen und dreimal Bretter sind 4 Stahlrohre und 16 Toolcrates, also die Werkzeuge. Und bei Ironworks sollten wir vielleicht mal ganz kurz vorbeigehen, denn da hat sich was im Input verändert. Ihr seht es hier gerade schon, man muss jetzt hier die Bretter bzw. das Bauholz hinbringen. Und zwar kann man hier bis zu 50 Einheiten reinstapeln. Es ist Gott sei Dank auf der gleichen Höhe wie die anderen. Also wenn ihr das so gebaut habt wie ich hier, dann sollte das kein Problem sein. Aber das kommt jetzt einfach als Challenge mit dazu. Wir kommen jetzt zu Railroads Online Extended, denn auch da hat sich einiges getan. Es gibt mitunter zum Beispiel jetzt das Baumenü, Modoschienen, die Groundworks, Brücken unter anderem bauen kannst. Das funktioniert so, ich gehe hier aufs Plus, mache mir hier die Wegpunkte, zum Beispiel hier einfach mal so zwei, wo ich was bauen möchte. Gehe auf Bearbeiten, ich gehe nochmal an, mache einen Doppelklick auf einen diesen Wegpunkten und kann hier zum Beispiel die Kurven anpassen. Das kann ich auch auf der Seite machen. Ihr seht's. Kann mir also da meine Strecke zusammenbasteln und klicke dann auf Speichern und dann baut er das. Das schauen wir uns jetzt mal im Spiel kurz an, wie das aussieht. Hier vor uns haben wir das jetzt. Eine schöne Kurve. Und ja, ich bin da nicht ganz überzeugt von dem Tool. Es gibt auch so eine Höhenkarte, wo man sich die Schienenhöhen einstellen kann. Ich habe damit relativ wenig gebaut. Das war mehr so zum Testen, um zu schauen, ob die Route in die Richtung gehen würde. Aber ich habe das jetzt so für mich einfach nicht gebraucht. So viel mal zu dem. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ebenfalls angepasst wurde die Ansichten hier von den Lokomotiven. Man kann auch hier gerade schauen, was die Lokomotiven gerade machen. Man kann hier die Steuerung übernehmen. Man kann sich anschauen, wo die, also wie, was man für Wagen hat und wo sie sind, indem man hier auf das Symbol dann raufklickt. Das gleiche auch hier mit den Tendern und die Busen bzw. den Mannschaftswagen. In den Einstellungen kann man jetzt sich jetzt die Hotkeys anpassen, zum, einerseits um die Map zu öffnen und man kann sofort ein Autosave auslösen mit F2, sehr praktisch, und man kann hier die Features ein- und ausschalten, die man braucht, beziehungsweise die Mini-Zwerg-Sachen auch noch einstellen. Zum Mini-Zwerg sei noch eins gesagt, ihr findet meine Map immer wenn ich spiele jetzt beim Mini-Zwerg und zwar als Public und könnt euch damit die aktuellste Version immer runterladen, habe sie ja schon im YouTube-Kanal und auf Twitter ja erwähnt. Was ich das jetzt mache, dann gibt es ein ganz tolles Feature. Und zwar gibt es jetzt den Konvoi-Modus. Und wie der funktioniert, sehen wir gleich. Denn da brauche ich erstmal ein paar Lokomotiven. So, wir sind jetzt hier bei unserem Güterbahnhof, also Umschlagplatz. Und da haben wir die Lok Nummer 5 und die 101. Und die schauen beide in die gleiche Richtung. Hier könnte ich jetzt im Konvoi-Modus fahren. Soll heißen, ich wäre bei der 101er drin oder bei der 5er. Steuere sie und automatisch die Sachen, was ich hier als Input eingebe, macht auch die 101er nach. So Sachen wie das hier würde nicht gehen. Die müssen wirklich in die gleiche Richtung schauen. Ansonsten, wenn ich sage hier vorwärts, fährt auch die für sich vorwärts und zwar in die Richtung. Das ist also nicht so cool. In Railroads Online wird es wie folgt eingestellt. Wir gehen jetzt doch mal kurz rein. Man sucht sich die Lok aus, die quasi die Master Lok sein soll.
Das wäre zum Beispiel dir, sag Open Controls und sag dann Synchronize Controls with other engines. Das Coole ist, die Loks müssen nicht direkt hintereinander sein. Die können irgendwo im Konvoi sein. Wir gehen dazu jetzt mal wieder ins Spiel. Wir sind jetzt hier in der Lok drin. Und hier werden jetzt die Bremse, der Richtungswender und der Regler synchronisiert. Und wenn ich jetzt hier Gas gebe, macht die andere Lok genau das gleiche. Wir lassen das jetzt mal 15%. Um es zu beweisen, gehen wir bei der 101 mal rein. Schaut da mal. Ihr seht's, die macht genau das gleiche. Ich kann jetzt aber in der 101 nicht die Kontrolle übernehmen. Ich muss es immer von der Lok Nummer 5 aus machen. Oder in Railroads Online. Extended. Soll heißen, ich kann beides nutzen. Ich kann in der 5er das anpassen. Oder halt im Tool. Das heißt, ich mache es jetzt gerade in meinem Tool. Mach das mal bremsen. Und ihr seht es, ohne dass ich hingeklickt habe. Man sieht sogar, wie es aktualisiert. Ist noch ziemlich praktisch, wenn man längere Züge fahren will. Und vor allem mit mehreren Loks. Und man ist gerade alleine. Dass man dann die Loks hier das gleiche machen lässt. Ebenfalls ein sehr cooles Feature ist, dass man jetzt fliegen und richtig schnell sprinten kann. Dazu klickt man auf sich selber, geht auf Cheats. Man kann dann hier den Flugmodus anmachen oder den Fast Sprint, den ich ja schon anhabe. Geht dann hier wieder raus und dann gehen wir wieder ins Spiel rein. Und jetzt ist es so, das Fliegen geht nicht in diese Ansicht. Also man kann dann schon weiterfliegen, aber nicht nach oben, nach unten. Und dazu geht man hier in die Third-Person-Ansicht und schaut in die Richtung, in die man fliegen möchte. Und es geht dann nach oben. Man kann sich dann so die ganze Welt mal ein bisschen anders anschauen. Das werde ich auch gerade dafür nutzen, um in ein paar Changes einzugehen, die ich hier bei der Strecke gemacht habe. Also einerseits hier der Güterbahnhof, habe das Depot hier hinten neu gebaut. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Wollen wir mal kurz schauen. In die Richtung müssen wir. Ich habe hier teilweise doppelgleisig ausgebaut. Einerseits hier zum Startpunkt ist es doppelgleisig und zu dem Startpunkt gehen wir mal ganz kurz hin, denn auch da gibt es was Neues. Nämlich habe ich jetzt hier ebenfalls einen Güterbahnhof gebaut. Da stehen jetzt momentan hier die Baumstämme, die warten zur Ablieferung. Hier die Tankwagen, die sind gefüllt, die müsste man dann auch ebenfalls wegbringen. Ein kleines Depot hier mit dem Holzlager und ganz da hinten, ja, gehen wir mal kurz nach oben, gibt es eine kleine Wendeschleife und Stumpfgleis zum irgendwas abstellen. Das ist das. Wir gehen hier rüber zur Hauptstrecke. Na, so lang. Die ist komplett zweigleisig. Da bräuchte ich jetzt mal ein paar Leute, dass wir mal Traffic haben, damit ich das auch ausnutzen kann, nachdem wir jetzt hier da ein bisschen Platz haben zum Fahren. Und auf etwas, was ich besonders stolz bin, ist diese Kreuzung da hinten. Die hat mich einen ganzen Tag gekostet zum Bauen. Hier ist sie. Alles zweigleisig. Und mit ein paar Weichen hier bei den Intersections, damit man die Seiten hier wechseln kann. Schön symmetrisch. Und aber auch hier noch die Verbindung zu der anderen Seite gemacht, damit es passt, wenn man hier auf der linken Seite reinfährt. Quasi nicht im Gegengleis drin ist. Aktuell baue ich den Abschnitt hier zu der letzten Industrie. Das ist, Karte geht nicht auf. Karte geht nicht auf, ist egal. Hinten zu der Industrie, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist das nächste und das habe ich nicht aufgenommen, denn ich glaube, das ist ein bisschen langweilig für euch, wenn ich hier die ganze Zeit einfach umbauen will. So wie auch hier beim Ölfeld habe ich hier das mal sauber gemacht und mit einer Wendeschleife da hinten. Ja, soviel mal zu den Updates zu Railroads Online und Railroads Online Extended sowie zu meiner Map. Ich freue mich schon auf den nächsten Stream und lasst einen Kommentar da, ob euch das Format so gefällt, dass ich immer wieder so Kurzvideos mache zu Updates, Changes, Interessantes, was sich rund um Railroads Online so getan hat. Bis denn, euer Bravura.